Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns beim letzten Mal genauer um den Unterschied von HTML und CSS gekümmert und diesmal möchte ich euch einen der wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten oder ja, doch eines der wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten von CSS vorstellen. Das ist das Attribut Style. Attribut, wir erinnern uns, kommt in den HTML-Befehl mit hinein, also in die Winkelklammern mit hinein und wird mit dem Namen bezeichnet. Das wäre in diesem Fall eben Style. Dann Gleichheitszeichen, Anführungsstriche auf, dann kommt irgendetwas dort rein und Anführungsstriche zu. Und was dort reinkommt, das ist zum Beispiel sind die sogenannten Properties. Die heißen dummerweise, oder wenn man das übersetzt, heißt das auch Attribut oder beides auch Eigenschaft. Deshalb werde ich hier immer von einem Property reden. Property gehört immer zu CSS und ich zeige euch die Property Color in diesem Video. Gut, wir gehen gleich mal in unser Programm hinein. Wir haben hier Überschriften reingesetzt und ich habe euch schon gesagt, Überschriften kann ich beliebig verändern in ihrem Aussehen und das mache ich jetzt gleich mal. Ich gehe in den Anfangstag von dem H1 rein und schreibe rein Style ist gleich Anführungsstriche auf und dann eben dieses Color, also Farbe heißt das, Doppelpunkt und jetzt schreibe ich rein Red, Anführungsstriche zu und damit habe ich die Farbe meiner Überschrift in Rot umgeändert. Das hier ist ein Farbkürzel. Es gibt davon 140 Stück für im CSS, aber man kann auch die Farben in Form von Hexadezimalzahlen angeben. Das zeige ich euch gleich. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was uns der Browser getan hat. Ich speichere ab. Ich hole mir meinen Browser. Upsala. Und hatte das vorhin schon geladen gehabt. Ich hatte das ausprobiert und es ist rot. Na, das kann ich machen. So, dasselbe machen wir beim zweiten. Style ist gleich Color, Doppelpunkt. Das wollen wir mal grün haben. Vergesst das Semikolon am Ende nicht. Dann Anführungsstriche zu. Ja, das ist ganz wichtig, sonst liest er uns die Zeile nicht korrekt, der Browser. Und dann gibt es irgendwelche komischen Sachen, die wir nicht haben wollen. So, abspeichern. Und wir schauen uns im Browser an, was passiert. Und er hat mir das grün gesetzt. Na, so. Und genauso kann ich jede Farbe setzen. So, jetzt wollte ich euch noch zeigen, man kann auch das Ganze in Form von Hexadezimalzahlen angeben. Und wer meinen Kurs zu Python Programmieren gesehen hat, der hat auch schon eine Einführung da rein bekommen. So, und ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein mittelmäßig dunkles Grau haben. Das mache ich mit einem 666666, also 6 mal die 6. Speichere das Ganze ab und lade mir das Ganze jetzt ein. So, und jetzt habe ich so ein mittleres Grau hier, ne, für meine 2. So, also Vorsicht bitte, die Farbe beginnt man mit einem Hashtag. Das muss mit dazu. Ich kann das Ganze in Form einer sechsstelligen Ziffer machen. Ich kann es auch in Form einer dreistelligen Ziffer machen. Und zwar bezeichnet hier die erste Ziffer den Rotwert, die zweite Ziffer den Grünwert und die dritte Ziffer den Blauwert. Während ich bei einer sechsstelligen Ziffer bezeichnen die ersten beiden Ziffern den Rotwert, die zweiten beiden Ziffern den Grünwert und die dritten beiden Ziffern den Blauwert. So. Und es gibt das Ganze auch noch neunstellig, dann sind da die ersten drei Ziffern bezeichnen den Rotwert und so weiter und so fort. Also es gibt die ganze Sache in Form von einer dreistelligen, einer sechsstelligen oder einer neunstelligen Zahl und je nachdem ist das dann aufgeteilt mit dem Rot, Grün und Blauwert. Gut, und wir öffnen uns mal die und schauen mal, ob irgendwas passiert ist. Und es ist natürlich nichts passiert, weil die dreistellige Zahl 666 ist wie die
sechsstellige Zahl, in der nur Sechsen auftauchen. Wenn, dann unterscheiden die sich ganz minimal in ihrem Farbwert. Gut, so. Jetzt habt ihr schon gesehen, wie man Farben setzen kann. Was ihr noch ausprobieren könnt, ist Background für Hintergrund und dann ein Bindestrich und Color. Und da setze ich jetzt mal, was weiß ich, Black hinein. Black ist noch so ein typisches Wort, das eine Farbe bezeichnet. Ich öffne mein Internetdokument oder meine Internetseite und lade die erneut. Na, jetzt will er nicht machen. Warum will er mir das nicht machen? Ah, Background. Aha, man darf sich nicht verschreiben, sonst liest das nicht. Das ist nicht schön. Also, falls es mal irgendwas nicht macht, guckt erstmal nach, ob ihr euch nicht verschrieben habt. So, jetzt lade ich das. Und jetzt seht ihr, macht er mir die ganze Zeile bis hier hinten hin, macht er mir schwarz. So, wenn ich das nicht haben will, sondern nur bis hierhin, dann muss ich mir das Ganze anders formatieren. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt wisst ihr erstmal, was es mit dem Attribut Style auf sich hat. Wie gesagt, das kommt immer in einen Tag hinein. Das kann ich auch zum Beispiel hier unten, kann ich das anwenden. Kann ich euch auch noch zeigen. Ich kopiere mir das Ganze einfach mal hier unten in den Strong-Befehl hinein und speichere nochmal das Ganze und schauen uns das an. So, und jetzt passt auf. Jetzt hat er mir hier unten, das hat er mir rot gemacht mit einem schwarzen Hintergrund. Und der Fettdruck vom Strong-Befehl, der ist auch noch mit drin. So, das heißt, ich habe drei Formatierungselemente hier benutzt. Gut. So, und jetzt wisst ihr, wie man sowas benutzen kann. Style gehört zum Cascading Style Sheet. Das heißt, dort setze ich das Aussehen fest. Und, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ich antworte so schnell es geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Sache.